Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von panzer-universum.de mit den Breaking News. Die ukrainische Armee hat einen eigenen Panzerzerstörer gebaut. Hierbei handelt es sich um eine MT-12 Panzerabwehrkanone aus Sowjetzeiten, die auf einen MT-LB Truppentransporter montiert wurde. Der MT-LB ist weit verbreitet und fand seinen Einsatz in 23 Ländern und dient in unterschiedlichen Konfigurationen unterschiedlichen Zwecken, etwa als Kurzstrecken-Flugabwehrpanzer mit Strela-Raketen oder 9P-109 Antipanzerraketen für die Bekämpfung von gepanzerten Fahrzeugen. Die MT-12 ist eine 100mm Glattrohrkanone, die eine effektive Reichweite von bis zu 8 km aufweisen kann. Neben unterkalibriger Wucht, Hohlladungs- und Hochexplosivgeschossen können auch Panzerabwehrlenkraketen des Types 9K-116 Kastett verschossen werden. Eine Penetration von rund 650mm Panzerstahl soll dadurch möglich sein. Für die Montage wurde der hintere Mannschaftsbereich geöffnet, um die Kanone auf das Fahrgestell zu setzen. Grund für diese Maßnahme ist das Mobilisieren der 3 Tonnen schweren Geschütze. Bereits während des Zweiten Weltkrieges wurden Lafetten auf Fahrgestelle montiert, um die schweren Geschütze mobil zu halten und Stellungswechsel schnellstmöglich zu ermöglichen. Als Beispiel seien hierbei die deutschen Marderpanzer genannt, bei denen diverse Geschütztypen wie die deutsche Pak 40 oder die erbeuteten sowjetischen F-22 auf die Fahrgestelle montiert wurden. Die iranischen Streitkräfte haben neue Bilder ihres eigenen Kampfpanzers Karar veröffentlicht. Der Panzer wurde erstmals 2016 vorgestellt. Bei dem Panzer handelt es sich um die Kopie des T-90MS, jedoch mit der Wanne eines T-72. Der Karar wurde entwickelt, da der Erwerb einer Lizenz für den T-90MS gescheitert ist. Laut Experten soll er auch diesem unterlegen sein. Insgesamt sollen 800 Karar produziert werden. Auf der russischen Waffenmesse Army 2022 wurde der T-14 Armata erstmals als Exportvariante angeboten. Insgesamt soll es 6 Interessenten für den Panzer geben. Dieser dürfte wie üblich bei den Exporten aus Russland mit geringfügigen Defiziten verkauft werden. Dies wird so gehandhabt, um im Kriegsfall Fahrzeuge zu besitzen, die dem des Gegners überlegen sind. Der T-14 Armata gilt allgemein als in Anführungszeichen Wunderpanzer aus Russland. Jedoch zeigt das Fahrzeug auf Paraden bereits Zuverlässigkeitsprobleme und kann von Russland aufgrund von Materialmangel an Hightech-Teilen sowie einem zu hohen Kostenpunkt in der Produktion nicht in Großserie gebaut werden. Andere Staaten zweifeln die Überlegenheit des T-14 Armata bereits seit Jahren an, da sich der Panzer nie in einem Konflikt bewiesen habe. Das war es wieder mit den Breaking News von panzer-universum.de.